Hi Leute, danke fürs Einschalten. Gestern, ihr habt es mitbekommen, hatten wir die Möglichkeit, uns das Sony Xperia Z Ultra mal in München anzuschauen. Und weil ich so ein gieriges Stück bin, habe ich meine Kamera natürlich auf alles gehalten, was es dort zu sehen gab. Auch auf die Sachen, die man nicht sehen sollte. Aber das spielt hier keine Rolle. Es gab auf jeden Fall zu sehen das Sony Xperia Z Ultra. Es lag dort rum das Sony Xperia Tablet Z und der Kollege. Einer von meinen Kollegen hatte auch ein Sony Xperia Z dabei. Wir haben also gleich die Möglichkeit genutzt, alles mal aufeinander zu legen, nebeneinander zu legen, übereinander zu legen und übers Knie zu legen. Und dabei sind diese Fotos entstanden. Man kann hier sehr, sehr schön sehen, wie groß die einzelnen Devices im direkten Vergleich sind. Ist schon ein ordentliches Stückchen Unterschied. Man sieht hier auch, dass das Sony Xperia Z Ultra wirklich so relativ gut in die Mitte zwischen Sony Xperia Z und Sony Xperia Tablet Z passt. Schönes Zwischending, ja. Wir werden jetzt gleich nochmal sehen, wie das übereinander aussieht oder nebeneinander, um die Dicke vergleichen zu können. Und da fällt auf, dass die 6,5 mm des Sony Xperia Z Ultra wirklich ein ordentliches Ansagchen, eine ordentliche Ansage sind. Wirklich ein absolut cooles und ein absolut dünnes Gerät, dafür aber trotzdem unglaublich groß. Jetzt kann man das gerade sehr schön sehen. Ich weiß gar nicht, was ich euch noch alles erzählen soll. Aber ich glaube, das reicht auch schon. Ihr habt jetzt einen kleinen Überblick bekommen, wie sich die Sony Xperia Z3, die wie gesagt nun komplett ist, es gibt keine neuen Geräte, im direkten Vergleich aussehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen und ihr hattet Spaß. Ich danke euch wie immer für eure Zeit. Ciao.